Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal Nintendo P. Ja, das neue Spiel, das jetzt im Winter gestartet ist, ist Pit. Pit kam 2011 raus von Mind and Delight. Mind and Delight kennt man schon eigentlich von den Spielen wie beispielsweise Shelter oder Shelter 2, was richtig, richtig süß ist, das Spiel. Aber darum geht es jetzt heute nicht, sondern um Pit. Was ist denn Pit überhaupt? Ja, es ist eigentlich fast ein RPG, kann man sagen. Mehr oder weniger, aber mehr drauf schon. Konzentriert sich das Game auf Jump'n'Run und sehr viele Rätsel und meistens auf die Schwierigkeit. Ja, das Spiel kann auch meistens schwer sein. Hoffen wir mal, dass wir nicht so viele Probleme haben. Aber ich würde mal sagen, quatschen wir nicht so viel und starten mal einfach das Game, oder? Wir machen natürlich ein neues Spiel. Und Coop kann man das auch spielen, aber nur im lokalen Modus. Aber da ich jetzt hier leider keinen neben mich habe, muss ich es leider alleine spielen. Okay, los geht's. Ich würde mal sagen, normal, oder? Ja, komm. Machen wir normal. Und der Junge ist alleine im Zug und ist eingeschlafen. Ist es der Mars schon, ja? Ich glaub schon. Weißt, naja, wurscht. Was war das? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Natürlich die Kappe nicht vergessen, ne? Schön mal sauber machen. Okay, und da haben wir uns jetzt vor uns. Okay, die Steuerung ist irgendwie blöd. Landung. Ich muss da erstmal die Steuerung ein bisschen verändern. Wie geht das hier? Was muss ich drücken? Moment, ich hab's gleich. Hier. Und nämlich müssen wir ein bisschen die Steuerung ändern, weil es ist irgendwie komisch, die Steuerung. Wirklich komisch. Steuerung Spieler 1. Okay, also nach links bewegen. Nach links. Hier ist links. Da ist das. Ups. Beenden. Rechts. Nach oben. Das. Das. Nach unten das. Springen. Machen wir es so. Strahl werfen. Machen wir die Taste 2. Ups. Nein. Was habe ich jetzt gemacht? Okay, das ist das. Strahl deaktivieren. Machen wir auch das. Oder geht das nicht? Doch, ich glaube schon. Dann interagieren. Machen wir das. Gegenstand 1 verwenden. Dann machen wir das. Gegenstand 2 machen wir das. Rucksack ist das. Menü ist das. Okay. So, hoffen wir, dass es jetzt geht. Ja, super. So, wir sind hier auf einem Planeten gelandet.
Okay. So, aber wo sind wir jetzt genau hier? Ach, ist Gott, meine Herren. Sir. Achso, das ist der Kleine. Sir, ich bin im Bus eingeschlafen und der Fahrer hat mich hier einfach abgesetzt. Abgesetzt. Wissen Sie, wann der nächste Bus nach Whistleton kommt? Also, in Ordnung war das ja nicht gerade was. Aber du hast Glück, Kind. Der Bus nach Whistleton sollte jede Minute eintreffen. Du kannst gern mit uns warten. Okay. Ja, es, ich muss sagen, das Spiel hat so eine Grafik zwischen gezeichnet und so Paper-mäßig, ne? So wie Paper Mario-mäßig. Nur in etwas 3D-mäßiger oder so. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber das ist ein ganz geiler Grafikstil, muss ich sagen. Ja, dann gehen wir doch nicht weiter. Nun, das ist eine Lüge. Du kommst nicht von hier, was? Und du willst weg von hier, richtig? Ich auch. Aber wenn du nur hier wartest, wie die da, kannst du noch lange warten. Aber der Mann dort sagte, dass der Bus jede Minute kommen müsste. Gregory? Was für ein Name. Er war noch ein Kind, als er sich hier angestellte. Kaum älter als du. Seine Generation hat Schwierigkeiten, die Veränderungen hier zu akzeptieren. So, das heißt, dass hier gar keine Busse mehr fahren? Dann haben sie wohl die Route geändert, oder was? Mit dem Verkehr hier stimmt irgendwas nicht. Keiner weiß was. Ich habe gehört, dass Busse in der Großstadt weiterhin fahren. Aber wie sollen wir da hinkommen, wenn bei uns der Busverkehr Alarm liegt? Was für ein Albtraum. Es muss einfach einen Weg in die Stadt geben. Wenn es nicht anders geht, laufe ich sogar. Du willst laufen? Davon rate ich dir ab. Dafür würde ich dir abraten. Aber wenn du es so oder so versuchst, dann nimm am besten die Route durchs alte Schloss. Das ist schon viele Jahre keiner mehr gewesen. Denn man hat es verbarrikadiert. Ich werde es versuchen. Kommen Sie mit? Ich bleibe jedenfalls keine Minute länger mehr hier. Geht leider nicht. Viel Glück auf deiner Reise. Ich hoffe, du findest wieder nach Hause. Wie heißt du eigentlich? Kurt. Aha. Also, er heißt nicht Pitt, sondern Kurt. So. Und wie es aussieht, müssen wir Sterne sammeln. Und die Musik ist cool eigentlich. Das ist mehr wie eine Wartemusik, gell? Findet ihr nicht auch? Mir gefällt sie auf jeden Fall. So. Okay, sammeln wir mal alle Sternchen ein, würde ich mal sagen, und gehen weiter. Oh. Okay, für kleine Kinder gibt es auch nicht durch Tore, weil es langweilig wäre, sondern auch einen unterirdischen Eingang. Wieso denn nicht? Okay, wahrscheinlich sind wir jetzt im Schloss. Was gibt's denn hier? Ich habe dich doch nie gesehen. Bist du wohl nicht einer dieser Gören, die hier herumschleichen und ihre Nase in Angelegenheiten stecken, die nichts angeht, oder? Nein, Madame. Ich bin nicht hier. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. Ich will mit dem Bus noch, doch nur nach Hause. Wo sind wir hier? Früher war das mal Arbeitsposten, aber es hat sich viel geändert. Außer mir kommt heute keiner mehr hierher. Wundert mich nicht, denn gemütlich ist es hier nicht gerade. Die Stadt zu erreichen wird nicht leicht sein, fürchte ich. Die Wächter sind überall. Du musst dich unauffällig bewegen, denn sie können es nicht leiden, wenn zu viele Leute herumlaufen. Bring dich nicht in Schwierigkeiten. Okay, danke, Madame. So, Rezeption. Wir sind hier in der Rezeption. Während seiner Abenteuerreise kann Kurt überall Souvenirs sammeln. Such nach ihren Orten, bla 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 Orten. Oh, da haben wir ein Ticket. Dann werde ich mal ein paar Erinnerungsstücke sammeln. Sieht so aus, als werde ich eine Weile hier bleiben.
Dieser alte Bus-Ticket ist zwar abgelaufen, aber ein nettes Souvenir, das hebe ich auf. Du hast gerade ein geheimes Souvenir gefunden. Okay. Okay. Deine Souvenirs werden im Rucksack aufbewahrt. Um auf den Blablabla muss ich das drücken, ich weiß schon. Weil ich auch die Einstellungen eingestellt habe. So. Das sind wahrscheinlich die Wächter. Komische Wächter. Oder ich kann mich auch täuschen und das sind irgendwelche, ja, komischen Wächter, die komisch aussehen. Ja, super erklärt, Pat. Okay, ich habe ein bisschen Angst vor denen. Aber ich bin gut rausgekommen, super. So, wo sind wir jetzt denn hier? Oh, Raketen kommen auch noch zum Einsatz. Okay. Gefällt mir auf jeden Fall. Das Spiel wird gut sein. Das sehe ich jetzt schon. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie viel es beim Meta, was für ein Score es bekommen hat. Aber ich denke nicht, dass es unter 70 war, weil der Grafikstil ist geil auf jeden Fall. Und mir gefällt das. Die Wächter, ich weiß jetzt nicht, ob diese Roboter jetzt die Wächter sind, aber sie sehen komisch aus. So, jetzt haben wir hier einen Laser, da müssen wir wahrscheinlich unten durch, weil wir wollen ja nicht ausgelasert werden. Ja, habt ihr es verstanden, den Witz? Nein? Besser so. Wow. Was? Okay. Eigentlich war ich schon oben, so wie jetzt, aber dann eben nicht. Dann gehe ich halt jetzt hoch. So, wir warten und warten und warten und warten auf den Aufzug und gehen hoch. So. Natürlich spiele ich das Ganze auch hier mit dem Gamepad, wie ihr es vielleicht am Anfang gesehen habt. So, hier bin ich wieder. Es gab... Oh. Nicht nur das Problem, dass sich gerade das Bild geschlossen hat, sondern es gab auch ein Problem, dass jetzt unser Kurt abgestürzt ist. Oh, wo sind wir denn hier jetzt? Schlosshöhle. Lieber Kurt, geht es dir noch gut? Okay, wir sind jetzt hier in einer Schlosshöhle gelandet. Nicht gedacht, dass es auch sowas hier gibt. Wow. Okay. Und jetzt weiß ich, wer die Wächter sind. Diese Teil... Geil. Okay, das sind wahrscheinlich die Wächter, die hier das alles bewachen. Das ganze Schloss... Kann ich nicht irgendwie aufmachen, oder? So, was haben wir hier? Das ist unser Rucksack wahrscheinlich, genau. Und sonst geht nichts mehr. Okay. So, was bekommen wir jetzt hier? Wow. Du-du. Was ist jetzt passiert? Was ist das denn? Für eine Leuchtkugel, die lässt sich nicht los oder so irgendwie, was da auch immer stand. Du hast soeben die den Strahl erhalten zur Aktivierung. Okay, ich habe irgendeinen Strahl bekommen. Eine geheimnisvolle Energie, die Kurt in seinem Bahn zieht und ihn ermöglicht, Orte zu erreichen, die andersfalls zu weit weg waren. Ja, und wie bekomme ich das jetzt irgendwie? Wie kann ich jetzt diesen Teil aktivieren?
Ich drücke gerade alles, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, ich muss nachschauen. Okay, ich habe jetzt nachgeschaut. Ups. Das ist jetzt unser Strahl. So. Ah, cool zu wissen. Ah, cool. Das finde ich geil. Das finde ich sogar sehr geil. Man kann sogar mit dem Strahl diese Teile kaputt machen. Das kann sogar vielleicht später gefährlich sein. Cool. Da oben haben wir was. Oder bilde ich mit? Nein, da oben haben wir wirklich was. Wie kommen wir wohl da hoch? Ja, das ist die falsche Richtung. So. Ach, nicht so. Warte mal, so. Ah. Ich glaube, das war auch falsch. Drock. Wir müssen uns irgendwie auf. Ja, so. Nein. Okay, so auch wohl nicht. Jetzt aber komm. Oh, komm. Sehr schön. Oh, geil. Nein. Okay. Geil. Sehr schön. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir gehen weiter. So. Okay. Nein, nicht so. Komm. So. Sehr schön. Die Musik wird immer geiler. So. Okay. Geh hoch. Okay, danke. Okay, das wird schon mal richtig kompliziert mit den ganzen Strahlen. Wahrscheinlich wird das auch nicht der letzte Strahl sein. So, aber ich würde mal erstmal sagen, das war's für den ersten Part. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich einen Daumen nach oben von euch bekomme, falls euch das Spiel gefällt. Ein Abo wäre auch ganz geil für vielleicht mehr Parts und damit ihr auch die nicht verpassen wollt, wäre ein Abo ganz cool. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Pit und ja, alle wieder, tschüss Leute.